Moin Freunde, heute wollen wir was Leckeres zubereiten. Dieses Rezept wird auch wieder eingekocht, es ist ein Einkochrezept. Ich habe hier ein paar Sachen vorbereitet. Wir werden eingekochte Mettwurst zubereiten. Dazu habe ich 400 Gramm Bauchfleisch, 400 Gramm, ja, das ist halt Gulasch, das ist Schinken und 200 Gramm Rindfleisch. Kommen wir mal zu den Zutaten, die wir noch brauchen. Ich habe hier einmal weißen Pfeffer, ich habe hier einmal Knoblauchgranulat, ich habe hier einmal ungarischen Paprika, ich habe hier ein bisschen Ingwer, den ich gleich reinreibe, und wir haben Salz. Hier, wir haben die Zutaten schon abgewogen. Ich habe so eine Grammwaage und ich sage euch mal eben schnell, ich werde es wahrscheinlich unten in der Beschreibung nochmal reinschreiben. Auf 1 Kilo Fleisch, also das ist ja 1 Kilo Fleisch, brauchen wir 20 Gramm Salz. Ich habe Tafelsalz genommen, man sagt ja auch Speisesalz. 2 Gramm Pfeffer, 1 Gramm Knoblauch, entweder frischen oder halt Knoblauchgranulat. 1 Gramm Muskat und 1 Gramm Ingwer. Ingwer können wir auch trockenen nehmen, ich habe hier halt frischen. Das Ganze, oft werde ich ja immer wieder gefragt wegen dem Fleischwolf, ich habe den Caso. Und ich bin damit zufrieden. Gläser habe ich, das sind glaube ich 210 Gramm. Die werde ich voll machen bis zu dem Strich. Und dann wird das eingekocht. Als, ja, aufs Brötchen oder aufs Brot. Praktisch ist sowas ja, mitzunehmen zur Arbeit als Brotzeit. Ich habe das Rezept von Olli, das will ich noch erwähnen. Und danke dafür. Wir fangen einfach mal an. Oder ich werde glaube ich noch eine separate Schüssel nehmen, wo wir das Ganze dann vermengen können. So. Wir starten mal. Wir haben hier etwas mehr Fleisch. Ich habe euch das Rezept jetzt einfach nur mal für 1 Kilo gesagt. Und wir gucken mal, das sind circa 1,5 Kilo Fleisch. Was unser Wolf macht, da werde ich nämlich öfter nachgefragt. Freunde, ich weiß nicht, hat es vielleicht 2 Minuten gedauert? 3! Also lange hat es jetzt wirklich nicht gedauert. Was machen wir? Folgendes, wir kippen jetzt die Hackfleischmasse da rein. Ich habe jetzt meine 3 mm Scheibe nicht gefunden. Deswegen werde ich das Ganze, man könnte das geschnittene Fleisch einmal vorher würzen und dann könnte man das wolfen. Wir machen jetzt Folgendes. Wir haben ja unsere Gewürzmischung jetzt hier. Wir werden das Ganze jetzt hier reingeben. Und dann müssen wir noch einmal hier den Ingwer, den werde ich jetzt einmal, den frischen, einmal kurz ein bisschen was davon reiben. Das reicht schon. Alles reingeben. Ich werde die ganze Geschichte jetzt einmal kneten, dass überall die Gewürze hinkommen gleichmäßig, und dann werde ich das Ganze nochmal wolfen. Dann wird die Hackfleischmasse im Ganzen noch ein bisschen feiner und die Gewürze können sich schön verteilen. Und vor allen Dingen diese 3 Fleischsorten, dieser Schinken, Schinkenstücke und der Schweinebauch und das Rindfleisch verteilt sich nochmal super. Also wir haben 3 Sachen, die wir dann erledigen. Gewürze vermischen sich, das Fleisch vermischt sich und unser Bret, was dann gleich in die Gläser kommt, wird auch feiner. So, damit wir uns nochmal nicht mehr diese Lautstärke geben müssen, machen wir eine kurze Pause und sehen uns gleich zum weiteren Schritt. Freunde, unsere Masse ist zweimal durch den Wolf und wir sehen auch schon zum ersten Mal, dass die schön fein geworden ist. Ich werde einmal noch grob durchkneten. Und dann werden wir, ja, man merkt das schon richtig, dass das alles schön sämig wird. Also sämig sagt man dazu. Die ganze Masse bekommt richtig schön, ja, wie so ein Kleber dazwischen jetzt, sag ich mal. Ich hoffe, dass die Gewürze sich jetzt auch schön vermischt haben. Ja, so sieht es jetzt aus. Schön klebrig alles und miteinander vermischt. So eine, ich sag jetzt mal, so eine homogene Masse. Jetzt habe ich hier die Gläser, die habe ich vorab auch schon im großen Kochtopf, wie auch vorher die anderen Sachen
sterilisiert. Das ist immer ganz wichtig, dass wir beim Einkochen sehr auf die Sauberkeit achten. Und die Gläser mache ich auch bis, ich sage jetzt mal, bis der Hals anfängt. Da mache ich sie voll und drehe sie handfest zu. Im Anschluss, wenn ich das alles hier fertig gemacht habe, kommt das in den Einkochtopf. Das hat mit Fleisch zu tun, also 120 Minuten, 2 Stunden und bei 100 Grad. Dann aus dem Einkochtopf rausholen, erkalten lassen, lange haltbar und lecker. Wir werden jetzt natürlich nicht so lange warten, weil der Kameramann auch nicht so viel Zeit hat, werde ich das alles fertig machen. Und sobald das Produkt fertig ist, sehen wir uns beim Kameramann zum Verkosten. Freunde, ganz einfaches Rezept. Die Gewürze werde ich euch aufschreiben und warten wir mal ab, wie es wird. Bis dahin. Freunde, willkommen bei meinem Kameramann in der Küche. Wie ich schon versprochen habe, werden wir die fertigen Sachen, und zwar ist das, wird das Bauernwurst, eingekochte Mettwurst, wie man es auch nennen mag, ist es auf jeden Fall lecker. Wir werden jetzt mal ein Gläschen öffnen. Man sieht schön, wie die Sülze hier eingekocht ist und fest geworden ist. Ich habe die Gläser einen Tacken zu voll gemacht, ist aber nicht schlimm, ist auch alles super geworden. Kein Deckel aufgeplatzt, alle super. Jetzt hören wir mal einmal zu. Es ist auf jeden Fall, es hat geplöppt. Riechen tut sie unbeschreiblich. Wir haben hier so ein bisschen Fett, weil wir hatten ja auch ein bisschen fetteres Fleisch und mageres Fleisch. Wir sehen, dass das Fleisch hier oben so ein bisschen grau geworden ist. Hier ist es aber trotzdem so rosa geworden. Nicht so prell rot, hat aber einen Hintergrund. Der Olli, der mir das Rezept verraten hat, hat mir gesagt, ich soll Tafelsalz nehmen oder normales Speisesalz nehmen. Man könnte das jetzt, damit man so eine knallrote Farbe hat oder knallere Farbe hat, Nitritbökersalz nehmen. Habe ich vorher nicht gewusst, will ich nächstes Mal vielleicht halb-halb machen. Also auf ein Kilo Salz, auf ein Kilo Fleisch kam 20 Gramm Salz und ich habe 20 Gramm normales Salz genommen. Nächstes Mal werde ich vielleicht 10 Gramm NPS nehmen, also Nitritbökersalz. Dient nicht nur zur Umrötung, aber auch zur haltbar machen. Viele Leute sagen ja, ich möchte kein Nitritbökersalz, dann geht es auch nur mit normalem Salz. So, die nächste Frage ist, die ich schon unter dem ersten Einkochvideo hatte: Wie lange ist denn so ein Produkt haltbar? Also ich habe es jetzt im Kühlschrank stehen, weil es so kleine Gläser sind. Die haben, sehe ich gerade nicht, irgendwas mit 200 Milliliter, glaube ich. Man sagt so bei eingekochten Sachen, sag ich euch jetzt mal für euch, mein eingekochtes Fleisch, Schweinefleisch im eigenen Saft, die Tuschonka, halbes Jahr. Ich würde es sogar auch ein Jahr stehen lassen. Aber so lange halten die Sachen meistens gar nicht. Macht euch kleinere Portionen, dafür dann etwas öfter. Es ist schnell gemacht, ihr habt es ja gesehen, alles durch den Fleischwolf. So, die ist auf jeden Fall schnittfest, also nicht streichbar. Ich werde sie jetzt nicht stürzen, ich werde die einfach mal so anschneiden und rausholen. Und euch dann zeigen, wie das aussieht. Oh, tut mir leid, Kameramann, ich habe deine Küche wieder eingesaut. Ich fange mal hier. Also, nichts Neues. Es ist halt besser, wenn man... ich versuche das jetzt einfach. Es ist verdammt fest geworden. Es war jetzt im Kühlschrank. So, so sieht es aus, geschnitten. Und sowas ist zum Beispiel richtig, richtig klasse für die Arbeit. Also wir legen es einfach drauf hier. Also ihr seht, auch ohne Nitritbökelsalz hat es eigentlich eine schöne Farbe. Sowas bekommt man auch überall zu kaufen. Nur bin ich wirklich ehrlich, dass es nicht so schmeckt, als wie man selber macht. So sieht es aus. Ein bisschen Sülze ist auch mit bei und alles. So sieht es dann im Glas aus. Man könnte es jetzt auch komplett stürzen und dann schneiden. Es ist ein toller, wirklich toller Geruch, muss ich wirklich zugeben. Ich werde jetzt mal anschneiden und werde euch sagen, wie das schmeckt. Also brauchen wir jetzt auf dem Teller auch keine Butter und gar nichts, weil das ist so nahrhaft und wenn man so zwei Brötchen gegessen hat,
dann braucht man auch nicht mehr. So, einfach mal rein damit. Die Gewürzmischung, super abgestimmt. Habe ich euch ja am Anfang gesagt, will ich auch nochmal unten aufschreiben. Zart, genug Salz, genug Pfeffer. Lecker. Auch wieder ein Rezept mit Nachmachgarantie und Empfehlung. Auf jeden Fall super. Auch schön mit zur Arbeit nehmen oder zur Brotzeit oder zum Frühstück. Zwei Brötchen gegessen, halben Tag satt. Freunde, unsere eingekochte Mettwurst kann ich jedem nur empfehlen. Super lecker und leicht nachzumachen. Und Freunde, was soll ich sagen? Auch wieder beachten, es ist ein Fleischprodukt. Wir haben Fleisch im Glas, 120 Minuten einkochen. Ihr könnt auch größere Gläser nehmen, reicht halt für ein bisschen länger. 120 Minuten, ab denen die Temperatur erreicht ist. Und einfach schmecken lassen. Freunde, an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video, bis dahin.